ihr Lieben, willkommen bei uns beim Würfelorden. Heute werde ich euch trollen, allerdings trotzdem mit einem coolen Video. Und zwar geht es um den Bausatz des Mordor-Trolls aus der Osgiliath-Box. Während der Pelennor-Box habe ich schon einen Troll umgebaut. Den habe ich hier magnetisiert. Der Gute kann nämlich seine Hände beliebig tauschen, sowie seine Rüstung und dergleichen. Dieses Video verlinke ich euch gerne oben, das heißt, damit könnt ihr beliebig die Waffenoptionen und auch den Trommler-Troll draus bauen. Aber heute geht es mir darum, der Mordor-Troll ist leider, wenn auch eins der schönsten Modelle Mordors, ein wahnsinniger Trash im Spiel. Das Profil ist leider absolut nicht gut und macht dadurch oft ziemlich viel Frust. Und deswegen zeige ich euch, wie ihr aus dem Bausatz des Mordor-Trolls einen Troll-Häuptling bauen könnt. Passend zur neuen Osgiliath-Box, die ich dankenswerterweise von passspiele.de bekommen habe, damit ich hier euch diese Videos zeigen kann. Schaut auf jeden Fall dort vorbei, gibt es eine wahnsinnig tolle Mittelerde-Auswahl, auch an Alternativmodellen. Und zwar möchte ich jetzt aus diesem Set hier, also aus dem ganz normalen Mordor-Troll-Set, ein Trollhäuptling mit euch bauen. Und zwar ist meine Idee dabei, einfach aus Teilen, die hier dabei sind, Green Stuff und vielleicht den ein oder anderen Bit einfach noch zur Verschönerung, ein entsprechendes Modell zu bauen, das in weiterer Folge dann als Trollhäuptling genutzt werden kann. Da geht es wirklich mir jetzt prinzipiell um ein paar Verschönerungen, ich werde ihnen eine andere Waffe geben, ich werde ein bisschen mit Green Stuff arbeiten und Felle und dergleichen modellieren. Und euch da einfach ein bisschen zeigen, was so möglich ist. Aber allen voran schauen wir uns mal das Original Games Workshop Trollhäuptling Modell an. Das ist der Trollhäuptling, den man auch aus den Filmen kennt. Das bedeutet, der gegen Aragorn kämpft, ist ein Zinnmodell, richtig, richtig schwer. Das Modell ist an und für sich schön, wobei ich sagen muss, ich finde ihn teilweise ein bisschen plump. Was mich tatsächlich an dem Kerl stört, ist das Schwert. Ich finde das Schwert im Vergleich zu ihm viel, viel zu klein und das ist eine Sache, die ich bei meinem eigenen Umbau definitiv nicht haben möchte. Dann schauen wir, was ist jetzt ikonisch für einen Trollhäuptling? Wir haben sehr viel Rüstung, wir haben auf jeden Fall einen Helm und wir haben ein Schwert. Das sind einmal die drei Dinge, die man sich merken sollte. Jetzt haben wir grundsätzlich Panzerung im Set enthalten. Damit können wir was machen. Das ist schon mal super. Wir haben hier noch ein paar Zusatzrüstungsteile. Wir haben auf jeden Fall einen Helm. Wir haben theoretisch ein Schwert, mit dem ich aber nicht zufrieden bin. Da werden wir ein anderes machen, aber das mache ich dann mit euch gemeinsam. Und jetzt möchte ich noch mit euch über die Pose reden. Und zwar grundsätzlich würde ich gerne ein bisschen eine, ich sag mal, heroische Pose für diesen Trollhäuptling machen. Den Helm gebe ich ihm unter dem Arm. Das heißt, den hat er in der linken Hand und mit der rechten Hand stützt er sich auf sein Schwert und dann noch so ein bisschen Felle und so, da überlege ich, ob ich vielleicht noch einen Wagkopf einbaue, den ich irgendwo über habe und so dieses wunderschöne Modell ein bisschen nochmal abheben kann. Und das möchte ich euch jetzt gleich zeigen, aber das Schritt 1 ist jetzt einfach mal den Körper zusammenzubauen. So, der Körper ist einmal zusammengesetzt, das sind eh nur zwei Teile, das ist relativ leicht. Jetzt habe ich hier den Brustpanzer. Gibt es grundsätzlich zwei verschiedene im Set, das ist einmal der hier, der die ganze Brust abdeckt und einmal der theoretisch Halbbrust, der eher zum Isengard-Troll passt. Ich werde den Vollbrustpanzer nehmen, weil er einfach natürlich besser passt, allein um die hohe V darzustellen. Den hier kann ich aber trotzdem nutzen, weil den werde ich als Rückenpanzer, als halben, trotzdem noch aufbringen. Und vor allem in Kombination mit dem Fell, das ich dann über die Seite machen werde, habe ich hier dann nochmal einen sehr, sehr schönen Ausgleich einfach. Das heißt, auf jeden Fall kommt einmal jetzt der Brustpanzer drauf. Jetzt kümmern wir uns um den Kopf. Grundsätzlich will ich hier diesen Zopf verwenden. Der lässt sich dennoch gut nämlich mit dem Helm kombinieren. Den setze ich ein. Aber was ich noch machen möchte, ist immer so ein bisschen eine Kampfverletzung zu machen. Dabei sollte ich den Zopf nochmal rausnehmen. Und zwar nehme ich jetzt einfach das Bastelmesser und kratze ihm sehr heftig übers Auge. Das wird man dann am Modell sehr schön sehen.
Dann kann ich ihm nämlich das Auge auch weiß malen und dann schaut es aus, als hätte er schon mal gegen irgendeine Art Bestie gekämpft und ist ein ganz einfacher Schritt, um dem Modell Charakter zu geben, weil grundsätzlich wir brauchen dafür nicht einmal irgendwas umbauen, sondern nur in seinem Gesicht rumschneiden. Bitte nur bei Plastikbau setzen und nicht bei echten Personen nachmachen. So, jetzt kann ich den Haaransatz reinkleben. Und der kommt jetzt drauf. Ich habe kurzzeitig überlegt, dem Modell einen Irokesen zu verpassen, habe mich aber dagegen entschieden, es hat ein bisschen zu lächerlich ausgeschaut. Ich hätte es echt gefeiert grundsätzlich, dann wäre so dieser Irokese draufgekommen, aber bei dem Troll schaut es ein bisschen lächerlich aus. Vielleicht, wenn ich nochmal irgendeinen Troll baue, kriegt der einen Irokesen. Der jetzt nicht, der soll beides ausschauen. Und zwar richtig beides. Weiter geht's mit dem Helm, den ich unter dem Arm packen will. Der Vorteil ist, hier ist ja gleich der blanke Helm dabei, der dann später theoretisch auch auf den Kopf passen würde. Aber ich baue ihn ja nicht drauf. Den möchte ich jetzt ein bisschen pimpen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, es gibt ja einerseits den Trollhelm mit den Hörnern, der auch für Mordor passt, das ist der hier. Und andererseits die Isengard-Variante mit diesem Kamm oben. Nachdem ich sowieso diese beiden Bits nochmal in meiner Sammlung habe, kann ich das jetzt problemlos verwerten. Kann man sowieso problemlos, aber ich wollte es. Und zwar möchte ich diesen Kamm jetzt runterschneiden. Diesen Kamm runterschneiden und da jetzt anpassen, dass das der neue Helmkamm für ihn wird. Entsprechend schaue ich, dass ich das schön rund hinkriege. Hier muss dann entsprechend der Übergang weg. Und so kann ich das Ganze jetzt mal aufkleben. Das heißt, hier kommt einmal der Kamm drauf. Hat schon ein bisschen was Gladiatorenmäßiges so. Und jetzt schaue ich mir den Arm entsprechend an. Das Wichtige ist, der Arm soll jetzt natürlich so sein, dass er da auch gut reinpasst, der Helm. Entsprechend hole ich mir mal die Teile zusammen. Dann haben wir hier diesen Arm. Die werden, können grundsätzlich mit so einer Steckfunktion eingesetzt werden. Das ist ziemlich cool eigentlich. Das ist am Bausatz gut gemacht. Passt mir aber jetzt deswegen nicht, weil ich möchte eigentlich den Arm nach unten hängen haben. Aber die Hand nach vorne, dass der Helm drinnen sitzt. Das heißt, ich werde jetzt hier irgendwo schauen, dass ich am besten einen Kante, die zum Beispiel würde sich sehr gut eignen, durchtrenne und dann die Hand drehe. Ich werde mir dafür aber wahrscheinlich eine Säge holen, weil ich glaube, durch so dickes Plastik werde ich mit dem Skalpell nicht weit kommen. So, jetzt habe ich den Arm hier abgetrennt, den kann ich dann neu positionieren. Das heißt, entsprechend klebe ich ihm jetzt mal den Arm fest. Wichtig ist hier bei solchen Sachen, schaut, dass ihr die Gusskarte wirklich ordentlich wegmacht, damit nachher die Passform stimmt. Zum Beispiel habe ich hier auch ein bisschen was abtrennen müssen am Rückenteil, damit das wirklich, wirklich gut sitzt. So, jetzt schauen wir, ob wir den Arm wieder zusammensetzen können. So, ich versuche die Hand jetzt auch noch an den Helm anzupassen. Dafür kommen jetzt noch die geplanten Stoßzähne dran. Ich trenne die mal hier vom eigentlichen Helm. Aus Versehen gleich eine Abnutzung erzeugt. Die war zwar nicht geplant, aber kann man trotzdem einbringen. So, der Vorteil an diesem Kamm ist jetzt, ich kann den Kamm zwischen den Fingern einsetzen, als würde er das als Halt nutzen. Das heißt, er kommt da so rein. Das heißt, ich klebe ihn. Grundsätzlich zeige ich euch mal, wie das Ganze jetzt aufgesetzt ausschauen wird. Das wäre dann so. Ist auch ziemlich badass. Also wenn ihr mal einen Trollhelm umbauen wollt und der nicht in der Hand liegen soll, ist das ein Way to go. Aber wie gesagt, ich möchte ihn in der Hand haben, entsprechend klebe ich ihn hier an den Fingern fest, dass er so in der Hand liegt.
finde ich eigentlich eine ganz natürliche Handhaltung. Gefällt mir gut, weil es auch ein bisschen die Struktur des eigentlichen Helmes nutzt und dadurch nicht ganz so reingefummelt ausschaut. Jetzt klebe ich die eigentliche Hand noch am Unterarm fest. So, damit ist einmal der linke Arm erledigt. Der Helm sitzt, finde ich, sehr, sehr gut in der Hand, hat eine natürliche Pose. Die Hand sitzt jetzt auch deutlich besser. Weiter kann es gehen mit der rechten Hand. Hier brauche ich den Arm, der abgewinkelt ist und natürlich gerüstet, weil wir haben einen Trollhäuptling und keinen Trommler-Troll oder sowas. Dieser Arm, der so seitlich ist, weil er soll sich ja dann abstützen auf dem Schwert. Jetzt habe ich mir allerdings nicht die Schwerthand genommen, weil das Schwert ist einerseits zu kurz und wiederum eigentlich meiner Meinung nach zu klein für einen Troll, sondern ich nehme die Hand mit dem Hammer. Und zwar deswegen, weil ich nur den Griff haben möchte. Jetzt trenne ich als erstes einmal an diesen beiden Ansätzen den Hammer ab. Das heißt, einerseits oben, da kommt er weg und unten kommt dieser Kolben weg und das tausche ich gleich. Den Kolben will ich nämlich oben haben. Das soll der Abschluss für den Schwertgriff sein. Das finde ich persönlich einfach hübsch. So, das ist mal für oben das Ende des Schwertgriffs. Und jetzt unten brauchen wir jetzt eine entsprechende Klinge, die groß genug ist, dass sich der Troll hier abstützt damit. Da kommen wir jetzt zu dem spannenden Teil. Was nehmen wir dafür? Und zwar, das soll jetzt bitte keine Schleichwerbung sein, sondern das ist einfach, weil das die Karte ist, die ich jetzt hier habe. Und zwar meine alte Mackie-Karte. Das Material ist dünn genug und damit schneide ich mir jetzt ein Schwert zurecht. Und zwar muss ich jetzt mal abmessen, wie groß das Schwert sein muss. So, ich brauche ungefähr 3,5 cm bis 4 cm, man könnte glauben, das ist eigentlich eh nicht viel Unterschied zum eigentlichen Schwert, aber ich werde das auch ein bisschen breiter machen und ein bisschen, ich sage mal, falchionartiger. Das heißt, ich ritze mir jetzt einfach mal hier die Länge ein, die ich brauche. Ich will, dass sich die Klinge grundsätzlich verbreitert. Das heißt, ich gehe hier mal relativ weit rüber. Ich werde auch bewusst die Spitze wegmachen, als würde die im Boden stecken. So, das wären jetzt die Zacken. Ich habe hier unten in den Griff mit der Säge einen kleinen Keil reingemacht, also einfach einen Einschnitt, der breit genug ist, nämlich um hier jetzt diese Plastikkarte einzusetzen. Und schon lehnt sich unser Kollege auf seine Schwertklinge. So, jetzt mache ich den Companiero noch wie bei einem Grubenmesser, einen Handschutz. Und so habe ich mir gedacht, nehme ich dafür einfach den Speergriff, also die Speerklinge und setze sie da oben noch so dran wie eine Schlagklinge an Griff. Das heißt, der zweite Teil des Speers muss ab. Unten der Teil des Griffes muss ab. Da merkt man erst, wie viel man da rumschnibbeln kann. Das gehört jetzt da noch dran gesetzt.
habe ich jetzt da einfach mit der Säge nochmal eingeschnitten und kann es damit dann hier schön ansetzen und festkleben. Und schon habe ich nämlich noch einen Handschutz auch dabei, und das ohne jetzt, dass ich da noch groß was machen musste. Jetzt fehlt mir Nummer 1, und zwar möchte ich ihm jetzt noch ein Wagfell auf die Schulter verpassen. Dafür nehme ich jetzt Green Stuff und modelliere ihn in einem Fell, und habe auch noch einen alten Wagkopf gefunden, der mir von Umbau überblieben ist. Den werde ich ihm noch irgendwo da so auf die Schulter setzen, als wäre der Teil des Fells. Vielleicht nach vorne ist ein bisschen viel, nach hinten auch. Mal schauen, ob der Wagkopf da drauf kommt, das sehe ich gleich. Aber jetzt mache ich mal ein Fell. So, ich habe mir jetzt einfach Green Stuff hier schon fertig zusammengeknödelt, und das möchte ich ihm jetzt eigentlich hier über die Schultern noch als Wagfell legen. Hat auch den Vorteil, dass ich eben hier die halbe Panzerplatte ein bisschen überdecke und nochmal einfach ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber einem normalen Troll damit mache. Kopf, Wagkopf oder nicht Wagkopf, das ist auch noch so eine Frage. Nein, das war jetzt kein absichtliches Shakespeare-Zitat. Geschnitten und dann da als Wagkopf auf das Fell. Das heißt, jetzt müssen wir das Fell modellieren und dann kommt der Wagkopf drauf. Beziehungsweise der Wagkopf sollte eigentlich vorher drauf und dann modellieren, dass es sich entsprechend einfügt, wobei das eh gut passt. Jetzt brauche ich mein Modellierwerkzeug. Ganz wichtig, das muss man immer in Wasser tunken, damit es hier, damit es nicht irgendwo festklebt. Und dann wird das Fell vom Wagkopf aus modelliert. Das kann durch ein bisschen Und das Schöne ist, wahrscheinlich ist das der Wag, der eben sein Auge geklaut hat. Oder geklaut, aber sein Auge gekostet hat. So, und das ist nun mein Umbau aus dem Mordor-Troll-Set für einen Mordor-Trollhäuptling. Ich nenne ihn Ukbak Wagreißer. Für die Base habe ich noch einen abgeformten Rohirrim genommen, den habe ich von der Mumak-Base abgeformt. Das ist immer eine sehr, sehr coole Base-Gestaltung, wie ich finde, weil es gleich ein bisschen mehr Leben reinbringt. Das Wagfell hat es, finde ich, sehr gut bedeckt, dass er nur einen halben Rückenpanzer hat. Und das Schwert ist meiner Meinung nach richtig, richtig geil geworden. Ich bin total zufrieden mit diesem Umbau und sage mal, er ist ein super Start, einerseits um Mordor reinzuspielen. Dann habt ihr einfach mal ein bisschen anderes Grundsetting als nur Gothmog. So habt ihr sofort einen zweiten Helden, den ihr super mit ins Spiel nehmen könnt. Und außerdem ist er direkt der Start für eine andere legendäre Legion, und zwar die legendäre Legion von Das Schwarze Tor öffnet sich. Und wenn man sich den Guten jetzt im Detail anschaut, die Kratzer sind meiner Meinung nach extrem gut rauskommen. Mit dem toten Auge, das Schwert zeige ich euch auch nochmal aus der Perspektive. Der Griff aus dem Speerteil ist super geworden. Hält super rein. Hier hinten haben wir dann den Wagkopf, deswegen auch Ukbak Wagreißer. Ich habe hier die Farbe, habe ich ein Blood for the Blood God verwendet. Das ist eine Technical-Farbe von Games Workshop. Die bleibt auch glänzend, nachdem sie getrocknet ist, und schaut dadurch immer wie so ein bisschen frisches Blut aus. Auch mit dem Helm bin ich sehr zufrieden, und ich glaube, man erkennt sehr, sehr gut, dass das hier ein wirklicher Trollhäuptling ist und nicht nur ein 0815. Mordor-Troll. Das ist mein Endergebnis. Ich hoffe, euch hat diese kleine Umbausession gefallen und zeigt euch einfach, was für Möglichkeiten ihr habt, um aus dem Mordor-Set etwas Gutes zu machen. Und
von meiner Seite war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und könnt was mitnehmen und wir sehen uns beim nächsten Video zur Osgiliath-Box.